Auf der Wache Köln-Mülheim muss Christian Reuter einen renitenten Falschparker beruhigen. Der Mann ist völlig uneinsichtig und wird zunehmend aggressiv. Nein, ich werde die Abschlusskosten auf keinen Fall bezahlen, weil dieses Schild von der Einfahrt überhaupt nicht zu sehen. Doch, die Einfahrt nicht. Dann wird die Stadt Köln schon sagen, was sie bezahlen, was sie nicht bezahlen. Wenn ein unabhängiger Wohnort, dass sie das Schild, wenn sie das nicht sehen, dann ist das ihr Pech. So, die Kollegen vom Ordnungsamt werden da Fotos gefertigt haben. Ja, natürlich. Ich habe da nicht geparkt. Ich weiß, wo ich zu parken habe. So, und wenn sie da geparkt haben, dann werden die Kollegen da ein Foto von gemacht haben. Und dann kriegen sie einen Bußgeldbescheid oder eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, wie auch immer. Und dann können sie sich dazu äußern, ja, Rechtsanwalt. Aber für das Bußgeld hätte ich ja noch nicht mal was gesagt. Aber das Abschleppen war eine viel zu übertriebene Maßnahme, weil die Fahrzeuge hätten nicht einfach reingekommen. Wie sollen die Autos denn dann rein raus? Das werden die schon dokumentiert haben. Die werden nicht ganz kopiert, die Einfahrt. Und wenn da weniger als 3 Meter Platz ist, dann werden die schon... Ach, da war locker mehr als 3 Meter. Da sind die LKW reingekommen, wenn sie da... Also nehmen Sie noch mal einen Platz, bitte. Also wie gesagt, und wenn Sie zum Abschlepper fahren, zum Sichersteller fahren, dann zahlen Sie Ihr Geld. Und dann kriegen Sie Ihr Auto wieder. Das ist doch komplett zwischen den Abschleppern und Ihnen. Das kann doch nicht sein, genau, dass die direkt innerhalb von 2 Minuten Abschlepper da war. Mir klar, dass jetzt die Nummer kommt, das war ganz klar. Und was Sie jetzt hier anzeigen wollen, das gibt es in keinem Strafgesetzbuch. Was soll das denn für eine Straftat sein? Wie kann die denn innerhalb von 2 Minuten Abschleppwagen da gewesen sein? Ja, also wenn die eine Kolle dran gemacht hätten, hätten wir gesagt, okay, der steht in der Nähe von der Einfahrt. Sie dürfen ja noch nicht mal, was ist denn in der Nähe von der Einfahrt? Wie halb schwanger. Ja, hat hinten vielleicht das Heck reingebracht. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe Ihnen das 5-mal erklärt. Sie können jetzt Ihr Auto holen, weil je länger Sie jetzt stehen lassen, umso teurer wird's. Und den Rest machen Sie alles schriftlich mit Ihrem Anwalt. Den haben Sie auch schon angepriesen. Ja, deswegen kannst du ihn mal gerade rauslassen dann hier. Einmal aufdrücken. Ja. Gut, tschüss. Wir hören noch voneinander. Oh nein, sie ist weg. So, wer? Was? Hallo. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Ich habe eine Vogelspinne in meinem Garten gefunden. Ich war gerade zu Hause am Lernen und ich habe die mitgebracht, weil in meinem Haus gehörte sie keinem. Während ich mit dem Herrn Buck beschäftigt war, hat die Kollegin noch eine junge Frau reingelassen. Ich habe ihr gesagt, sie muss sich mal einen Moment gedulden, geht ja alles nach der Reihe. Nur zwischenzeitlich schrie die junge Frau auf, sie ist weg. Ich bin dann direkt vom Tresen her und habe gefragt, was denn mit ihr los ist. Sie hat so eine kleine Kiste dabei gehabt und da gab sie mir gegenüber an, da wäre vorher eine Vogelspinne drin gewesen. Wieso haben Sie dann hier alleine gelassen mit dem Ich war nur kurz auf Toilette. Ich habe das ja eigentlich zugemacht. Ich wusste ja nicht, dass sie so schön abhaut. Hat der Kollege nicht gesagt, dass sie hier mit so einer Vogelspinne ankommen? Nein, ich habe gesagt, dass ich was gefunden habe und das mitbringen wollte. Ich ja, super. Ich musste schnell auf Toilette. Ja, Roman! Wo kommt das denn her? Guck mal, was da liegt! Boah. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken, ey. Ja. Was ist hier los? Guck mal da, Vorsicht, pass auf, da ist sie. Gänsehaut pur! Ja, ich hab auch keinen Bock drauf. Ja, ich hol was ich fang. Okay, alles klar, ich verabscheue mich. Die größten und stärksten. Pass auf, die kann auch springen, wow, ne? Ja, ist kein Witz. Ich geh lieber weg. Ich kann auch. Ihr macht das schon. Und tschüss. Wo kommt ihr denn her? Sie haben die mitgebracht. Ach, das ist aber auch nicht. Wir können trotzdem mal die Tierrettung schon mal anrufen, bitte. Hallo, Mäuschen. Du willst sie jetzt fangen, oder? Du musst das nicht machen, ne? Na klar, fange ich die. Ich würde mir das Sieb lieber auf den Kopf setzen, ne? Guck mal, die muss einfach nur hier irgendwie drauf krabbeln. Mhm, irgendwie ist gut. Komm mal. Ja, ganz langsam. Ja? Die Rettung ist besetzt, die Feuerwehr kommt. Ganz langsam. Guck mal, das kriegen wir doch. Guck doch mal. Boah! Krieg ich echt Gänsehaut. Boah! Da ist sie. Lass mich mal gucken, wenn die da sicher ist. Hast du sie sicher? Ja, klar ist sie sicher. Boah. Wo haben Sie die gefunden? In Ihrem Gemeinschaftsgarten? Ach du meine Güte. Ich muss mal gucken, was da draußen los ist. Was wollen Sie von mir? Legen Sie die Schachtel sofort auf den Tresen. Hallo, da ist gar keine drin. Machen Sie mal auf. Machen Sie mal auf. Wo ist meine Spinne? Oder nicht? Wo ist meine Spinne? Hören Sie mir überhaupt zu? Nee, ich will meine Spinne haben. Legen Sie das sofort hin. Nein, ich möchte sofort meine Spinne haben. Wissen Sie, wie teuer die ist? Drehen Sie zurück. So, jetzt legen Sie das Ding auf den Tresen. Aber sofort. So, jetzt fahren Sie mal ein bisschen runter und überlegen mal, wie Sie mit Polizeibeamten sprechen. Und verschrecken die Arme jetzt so vom Körper da. Nehmen Sie mal eine ordentliche Haltung an, wenn Sie mit jemandem sprechen. Ich glaube, was ist Ihr Problem? Ich suche meine Spinne. Und die ich hier? Zettel. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Samuel. Samuel? Mhm. Ist das Ihr Nachname oder Vorname? Mein Vorname. Dann, wie ist Ihr Nachname? Ebert. Eberhard? Weil das Ebert. Ebert. E-B-E-R-T. So, Herr Ebert, haben Sie sich jetzt beruhigt? Können wir normal zivilisiert miteinander reden? Ja, sorry.
Okay, gut. Sie suchen Ihre Spinne. Mhm. Kam da mit dem Zettel rein oder was? Ja, richtig. Hallo, jeder Nachbar, wenn auch immer. Das kann man nicht lesen. Kannst du wem, lesen? Wem auch immer die erfahrene, wie den die entlaufene yes. Vogelspinne gehört, ich habe sie eingefangen und bringe sie zur nächsten Polizei. Gut. Okay, das sind so, das ist den Zettel habe ich geschrieben. Den haben Sie geschrieben, weil die Spinne. Weil ich kein Haus gefunden habe. Ach, das ist diese. Geht's dir gut? Ihr geht's gut, ja. Und ja, wie heißt der? Ebert. Ebert, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die so ein Tier zu Hause halten. Ja. Und wie kann die dann da im Garten rumtun? Weil die sind ja mit Sicherheit nicht ungefährlich, oder? Nee, also giftig sind sie jetzt nicht, wollen aber... Wollen wir sie nicht erstmal wieder da reinsetzen, bevor sie uns noch vom Teller runterrutscht? Ja, also. Also, ich nehme ab. Passen Sie auf, wir haben keinen Bock, dass die noch mal hier... Ich helfe Ihnen mal. Mhm. Ja, gut, die wird keine Lust mehr haben jetzt. Wenn die nichts tut, dann können sie doch... Können sie doch mit den Händen machen, oder nicht? Na, guck mal. Da, na, will sie in die Kiste? Ja, will sie. Ah, geht's. So, bitte drauf. Erschreck sie doch nicht. Mensch, die hat mehr Angst vor dir als du vor, so, vor ihr. Das kriegen Sie wieder, bitteschön. Ja, das kannst du direkt mal spülen. Ja. Können Sie die Frage meines Kollegen beantworten, Herr Ebert? Wie kann es sein, wenn Sie das Tier halten, dass das Tier frei rumläuft? Ja, es war so, ich war heute, glaube ich, sehr im Stress und musste noch ein paar Dinge erledigen. Dann habe ich sie gefüttert und... muss dann wohl die Tür aufgelassen haben im Stress. Und ich hatte halt, weil ich auch gekocht hatte vorher, dann die Terrassentür aufgelassen zum Lüften. Ja. Und bin dann so einkaufen gegangen und als ich wiederkam. Machen Sie die mal bitte richtig zu, die Kiste. Ich hab ein bisschen... Genau, alles gut. Sie ist schon mal entkommen. Herr Ebert, das Tierwohl ist eine Sache, ne? Aber es sind natürlich auch Menschen hier in Ihrer Umgebung. Angenommen, irgendein Kind hätte Sie aufgefunden oder sich draufgesetzt oder wie auch immer anderweitig berührt und das Tier hätte zugebissen. Hätten ja, wir jetzt so. Möglicherweise eine schwere Verletzung, möglicherweise ja. Tot, will ich nicht hoffen. Also lassen Sie sich das gesagt sein, da müssen Sie in Zukunft besser aufpassen. Mache ich auf jeden Fall, ja. Zwei Stunden später ist Schichtwechsel auf der Wache, als es zu einem merkwürdigen Zwischenfall kommt, dem Stefan Sindera sofort nachgeht. Du glaubst es nicht? Was denn? Irgendeiner schmeißt Steine ans Fenster vom Konferenzraum. Ja, guck mal. Guck mal, Becker. Hey. Schon viel erlebt, Hallo? Hey! Sind Sie der Irre, der da gerade Steine an die Polizeiwache schmeißt? Hören Sie mal, ich bin nicht der Irre, ich bin in der Notsituation. Sehen, haben Sie vielleicht eine Decke oder so? Ich bin, ich bin überfallen worden und ausgeraubt worden. Ja, dann machen Sie doch den ganzen Schritt in die Wache und schmeißen hier keine Steine dagegen. Ich musste sofort zur Polizei, um mich irgendwie bemerkbar zu machen. Ich habe Kollegen, hören Sie mal zu, ich habe Kollegen, die haben nicht so ein sonniges Gemüt, ja, die würden mit Feuerbällen. Hier schmeißen die Steine erstmal weg. Meine Güte. Schnell, das ist, ist ja auch so kalt. Ja, unten, danke schön. Ja, okay. Dann tun Sie mir jetzt bitte, tun Sie mir einen Gefallen. Wir gehen jetzt in Ruhe rein und dann besprechen wir das alles. Nicht, dass Sie sich noch erkälten. Nein, ich bin nicht hingekommen. Hören Sie mal, die Leute denken ja, ich wäre irgendwie ein perverser Exhibitionist oder so. Ich bin in einer absoluten Notsituation. Wissen also ich denke, Sie sind irre. Nein, ich bin nicht. Ja, also von daher. Ja, sieht sind alle, jetzt so aus. Aber wir sind alle nachts zur Welt gekommen. Ich bin in einer irren Situation, bin ich in eine irre Situation reingekommen. Das, hören Sie mal, ich bin überfallen worden. Das ist sicherlich in Ordnung. Ja, so, da war eine hübsche Frau, ich wollte nur helfen. Wir haben auch hübsche Frauen auf der Wache. Ja? Die hat nur gesagt, ob ich mal eben helfen könnte. Ja, sag ich, das ist kein Problem. Und ruckzuck ich mich versehe, bin ich auf einmal nackt, bin ich auf einmal. Ja, aber Steine gegen eine Polizeiwache zu werfen, ist keine gute Idee. Und wenn, passen Sie auf, und zwar ist also Folgendes passiert, wie ich da draußen schon eben angerissen habe, ist ein Wohnwagen, das war auf der Fennelower Straße. Hübsche Dame hat sich mir auch vorgestellt, Lucy, aber das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Fennelower Straße kann das sein? Ja, ob ich ihr kurz helfen könnte. Ja, ich sag klar, ich bin ein freundlicher Mensch und helfe gerne. Ja, das ist ein sehr... Sie wissen aber schon auf der Fennelower Straße, dass die Damen dafür auch gerne auch ein Entgelt dafür nehmen für ihre Hilfe? Nee, das wusste ich nicht. Ach, das ja, nicht. Gut, nein. Okay. Nein. Erzählen Sie mal weiter, was so Ihnen da passiert ist. So sah der Wohnwagen aber auch nicht auf, falls Sie da so dahin gehen, dass irgendwie... Okay, erzählen Sie mal was. So, und die hat gesagt, die hatte also so eine Spüle und die wäre kaputt, ob ich mal eben da... Sie sind Sanitärfachmann. Nein, aber ich mache das zu Hause auch schon mal. Wenn der Siphon schon mal verstopft ist oder so, dass ich da selber Hand anlege. Ob ich mal eben hier mit dem Rohr angucken könnte. Ich sage, ja, kann ich machen. Und dann habe ich da angefangen zu schrauben. Habe auch vorher mir die Klamotten ausgezogen, weil... Warum zieht man dabei die Hose aus?
Nein, eher nicht, oder? Nein, passen Sie auf. Und zwar, ich wollte ja also nicht so, dass ich dreckig werde. Hab die Sachen abgelegt und fing da an zu schrauben. Und ich den Schlüpfer auch? Und ich mich versehen kann, ist auf einmal die ganze Sache, da ist das Wasser hochgekommen mit Druck und ich war von oben bis unten, war ich dreckig. So, und die hatte also eine sehr gute Einrichtung und da habe ich die gefragt, ob ich vielleicht mal eben duschen könnte, weil das Wasser floss also wieder ab. Ja, hat sie gesagt, wäre überhaupt kein Problem. Na gut, dann erklärt sich das. Und ich habe also mich da ausgezogen und ich mich versehe, kriege ich auf einmal einen Tritt und bin außerhalb des Wohnwagens. Okay. Und nicht mehr in der Dusche. Nein, ich wollte in die Dusche reingehen. Und auf einmal kriege ich die beiden Schuhe, hat sie mir noch ins Kreuz geschleudert, also gnädigerweise, damit ich wenigstens meine Schuhe habe. Und hat die Tür abgeschlossen. Ich habe dann noch, wie man verrückter probiert, die Tür wieder aufzureißen, habe da rumgeschrien. Ja. Weil und dann sind sie von da hierher gelaufen. Ich war ja auch nackt, wenn mich jemand sieht. Ja. Die Leute das denken, hätte gut passieren können. Ja, wenn mich da jemand kennt, um Gottes Willen. Das hätte gut passieren können. Ja, und dann auf einmal ist die feine Dame, diese Kriminelle, ja, die mich da ausgeraubt hat, ist weggefahren. Ich habe mir nur gedacht, das Einzige, was du dir merken musst, ist hier auf jeden Fall das Kennzeichen. Weil mit dem Kennzeichen, da musst du sofort zur Polizei und ich muss sagen, ich bin also so froh, dass du musst einen Stein auf die Polizeiwache werfen. Nein, aber wie soll ich mich denn sonst bemerkbar machen? Das geht doch gar nicht. Wir haben vorne eine Klingel. Aber da ist auch Publikumsverkehr. Ich war da schon 5 Minuten, da waren auch etliche Leute, die da raus. Dann geben Sie dem Kollegen mal eine genaue Beschreibung. Kennzeichen haben Sie gesagt. Kennzeichen dann kann ich Ihnen sagen, das ist also sagen, KHH. Ja. Nachdem Stefan Sindera den Halter ermittelt hat, macht er sich mit Peggy Herrmann auf den Weg. Vor Ort tobt bereits ein lautstarker Streit zwischen drei Damen. Wir sind hier auf die Venloer Straße gefahren, weil wir aufgrund der Anzeigenerstattung auf der Wache hier etwas überprüfen wollten, sind dann aber hier in einen Fight dreier Damen geraten, die halt hier arbeiten. Da gibt es halt öfter eine Konkurrenzsituation. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass es sich hier vielleicht um einen möglich vertriebenen Freier handelt oder halt, dass es da die Streitigkeit drum ging, worum es dann wirklich ging. Das hat uns sogar in unserem Fall noch geholfen. Danke von mir! Ja, mein Bruder, meine Damen, hallo, meine Damen, darf ich kurz unterbrechen? Nee, keine Panik, ne? Aber wenn Sie in Streitigkeiten geraten, ne? Das ist ja nicht so schön. A, ist nicht so schön für sie selber. Und wenn die Polizei daneben steht, ist es noch unschöner. Wenn die uns den Kunden klaut, ist auch wohl kein Wunder. Das kann aber nicht wahr sein. Ich glaub's ja wohl nicht. Da fährt die einfach auf unseren Strich und klaut uns den Kunden weg. Also, der Strich, der hört, glaube ich, nicht persönlich Ihnen, ne? Das ist aber ich wollte gerade sagen, der Strich ist für alle da, wie man es so nimmt. Ich hätte gerne mal von Ihnen allen dreien die Personalien. Ja, von Ihnen auch. Ist das Ihr Wagen? Von Ihnen bitte auch, selbstverständlich. Ja? Aber ich bin keine Prostituierte. Nein. Sie stehen hier mit Ihrem Wohnwagen auf einer Straße, wo lauter Wohnwagen stehen, die der Prostitution zugeordnet sind. Und bitte? Ich musste einfach dringend telefonieren. Hier war Platz. Das war jetzt Zufall, dass ich hier stehe. Okay. Ganz Zufall. Ich bin auf dem Weg nach Hause rein. Mhm. Was für ein Rudi. Ja, was für ein Rudi. Hast du doch auch gesehen, Frau Böhm? Ja. Susanne Böhm? Böhm, richtig. Dann ist das wahrscheinlich... Wieso werde ich jetzt kontrolliert? Das hier, das Fahrzeug. Ich habe doch hier vorhin die Halteabfrage gemacht auf der Wache. Wegen dem Herrn, der da nackt. Ach, der, ja, genau. Genau. Und das ist das Fahrzeug, wo er angeblich ausgeraubt wurde, ne? Hast du überhaupt Werbe? Zahlst du eigentlich Steuern? So. Das ist Frau Böhm, hallo? Ja, bitte? Sie haben Nerven, ne? Bitte? Ich möchte mit Ihnen reden, Sie fangen an zu telefonieren. Packen wir das Handy jetzt mal bitte weg, ja? Ja, ist das wäre komplett weg. Danke. Bei uns ist ein Herr auf der Wache erschienen, der war völlig nackt und der sagt, er war bei Ihnen und hat irgendwelche Installationen durchgeführt an Ihrer Dusche und Sie haben ihn daraufhin duschen lassen und darum hat er sich nackt ausgezogen und dann haben Sie ihm einen Tritt hört sich jetzt vielleicht alles lustig an, ist aber in Wirklichkeit nicht. So, danach haben Sie ihm einen Tritt gegeben, er ist hier aus dem Wagen raus und wusste ja nicht wohin. So, und daraufhin ist er bei uns auf der Wache erschienen. Und das soll ich gewesen sein? Wenn Sie Frau Susanne Böhm sind, das sind Sie anscheinend. Definitiv mal lasse ich keine fremden Männer in meinen Wohnwagen. Zweitens ist bei mir alles in Ordnung, die Dusche, alles funktioniert. Warum sollte ich das tun? Der Herr heißt, vielleicht sagt Ihnen das was, Rudolf Pöfkes. Rudolf, ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, der Rudi, da war das. Das können wir auch bezeugen. Ja, der Rudi ist bei mir eingestiegen. Ja, deswegen sind wir hinterher. Das ist unser Freier.
Hab ich nie gehört. Tut mir leid, den Namen kenne ich. Das heißt, der Herr ist hier bekannt auf dem Strich. Ja, der ist schon sehr lange da gewesen. Ja, nee, also der war schon Herr seiner Sinne, ne, auch wenn er nicht so aussah. Und der hat uns ja genau, der konnte uns ja genau das Kennzeichen sagen von dem, dem entsprechenden Fahrzeug. Genau. Ja, vielleicht hat er das ja aus dem anderen Wohnwagen gesehen, als er da rausgeguckt hat. Also wer weiß, was gemacht hat, keine Ahnung. Dürfte ich mir mal Ihren Wohnwagen angucken? Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich bin Kauffrau vom Beruf. Ich bin nicht aus dem horizontalen Gewerbe. Bitte. Während Stefan Sindera im Wohnmobil auf die Suche nach Hinweisen geht, will Ilka Fischer die Ehefrau des Nackten kontaktieren. Das erübrigt sich allerdings in diesen Sekunden. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Annette Peschke ist mein Name. Oh, das ist ja praktisch, ich wollte Sie gerade anrufen. Ich habe gerade meinen Mann hier nackt reinlaufen sehen. Ganz genau, wir haben den in dieser prekären Situation hier vor der Tür gefunden. Kommen Sie gerade einmal mit, bitte. Ihre Frau ist gerade gekommen. Oh, Schatz. Schauen Sie mal. Was ist denn passiert? Warum bist du nackt? Mein Gott, Mami, ist was passiert. Die Polizei, dein Freund und Helfer, die haben mir freundlicherweise eine Decke gegeben. Ja. Hör mal, ich war unterwegs, ein Wohnwagen, ist eine Frau, ob ich kurz helfen könnte. Ich reingegangen. Ein Wohnwagen? Und ja, ein Wohnwagen. Und ich mich versehen konnte, bin ich nackt auf der Straße und die schmeißt mir noch meine beiden Schuhe voll ins Kreuz, hat abgeschlossen und der Wohnwagen ist weg. Die fährt damit weg. So. Ja, wir haben jetzt da die Streife rausgeschickt. Ne? Die ermitteln jetzt gerade. Ich habe Gott sei Dank mir das Kennzeichen gemerkt, habe das auch gerade zu Protokoll gegeben und danach wird jetzt verhandelt. Warst du bei Prostituierten gewesen? Ich war bitte was? Ich bitte dich schon mal. Ich war noch nicht bei der Prostituierten, aber ich bin hier in der Wohnsituation. In den Wohnwagen. Wie kommst du jetzt auf das schmale Brett? Ich bitte dich, das ist doch alles so. Mein Gott. Sie beruhigen sich jetzt erstmal wieder. Was Sie jetzt hier haben oder was jetzt vorgefallen ist, wo er jetzt letztendlich war, das klären wir alles im Nachgang. Wichtiger ist jetzt, dass er erstmal ein paar Sachen kriegt. Ne? Also ich meine, er kann ja weder so bleiben, noch die Decke ist kuschelig und schön. Ich würde Sie aber wirklich bitten, reißen Sie mir hier nicht das Büro ab. Ich muss mich einmal draußen noch mal kümmern. Wir haben noch andere Kundschaft. Was du von mir denkst, Schatz? Ich bin sicher, aber in Ruhe bitte jetzt. In Ruhe, ja? Ich gehe einmal raus. Bist du schon mal nackt durch die Stadt gelaufen? Frau Meier, ich kümmere mich jetzt einmal noch um Ihren Sachverhalt. Die Kollegin hat gesagt, die hat Anzeige erstattet. Ich habe gesagt, Sie sollen ruhig sein. Sonst komme ich gleich wieder rein. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich liebe dich. Was machen Sie denn jetzt hier? Ja, meine Frau, die unterstellt mir jetzt, ich würde zu Prostituierten gehen. Ich habe sie gerade aufgeklärt, dass das wirklich eine Notsituation war. Mag ja sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ja. Jetzt wollte ich gerade beitragen, dass wir jetzt hier schon Ergebnisse haben, aber Sie machen die ganze Sache auch nicht besser, wenn Sie jetzt hier miteinander rumzicken. Ja, aber der betrügt mich permanent. Nein, du sollst mich lieber ein bisschen unterstützen. Ich unterstütze dich. Ich betrüge dich nicht, du sollst mich nur ein bisschen unterstützen. Ist gut jetzt. Mein Gott, mitten auf dem Polizeirevier hier. Herr Pöschke, Ruhe jetzt. Ich bin froh, dass mein Nachbar mich nicht gesehen hat. Ich habe gerade gesagt, Sie sollen jetzt mal ruhig sein. So, wir wollen alles dafür tun, dass Sie aus dieser misslichen Lage kommen. Wir tun das auch schon. Ja, dann hören Sie mir auch zu und schreien hier nicht rum. Ja, ich höre Ihnen dazu. Ja, ruhig jetzt. Ne? So. Alles in allem haben die Kollegen nämlich den Wohnwagen gefunden. Ilka Fischer klärt das Paar über die neuesten Ermittlungsergebnisse auf. Zeitgleich stellt sich Stefan Sindera die Frage, ob es sich bei dem Wohnmobil tatsächlich um das fahrende Etablissement einer Prostituierten handelt. Na gut, sieht jetzt nicht gerade aus wie ein gewerblicher Wohnwagen. Was ist das jetzt hier? Die Klamotten sind ein erster Hinweis darauf, dass sich der Nackte tatsächlich im Wohnmobil aufgehalten hat. Die Besitzerin wird zur Rede gestellt. Vielleicht später telefonieren, wenn wir hier fertig sind mit unserer Maßnahme. Das wäre schon sehr unhöflich jetzt. Ja? Hören Sie mal bitte auf. Das hatte ich Ihnen eben gerade schon gesagt. Ich meine, das ist auch ein Gebot der Höflichkeit, oder? Können wir uns darauf verständigen? Ist ja, halt ist nicht schön. Zum anderen. Nee, Sie können jetzt auch mal bitte ruhig sein. Was halt auch nicht schön ist, wenn Sie die Polizei anlügen. Ne? Wir haben Sie gerade nach dem Herrn gefragt und ich habe jetzt hier gerade diese Klamotten bei Ihnen in der Toilette gefunden. Und das sind Herrenklamotten. Dazu habe ich hier ein Handy gefunden und dann noch Portemonnaie mit dem Ausweis von dem Herrn Pöschke. Was ich jetzt zu dem einen geneigt bin, Ihnen irgendwie zu glauben, der ganze Wagen ist jetzt nicht eingerichtet wie ein, sag ich jetzt mal, traditioneller Wohnwagen, der dem Rotlicht zugeordnet ist. Ne? Da fehlen halt alle möglichen Utensilien. Das würde ich Ihnen vielleicht glauben, ja, wenn Sie mir dafür eine Erklärung geben. Aber dass Sie mit dem Herrn Pöschke zu tun haben, das ist jetzt ganz offensichtlich. Ja, okay. Wir wollten dem Rudi Pöschke eins auswischen, seine Frau und ich.
Seine Frau ist meine Kollegin und die hat mir einfach so leid getan, weil sie ihren Mann schon immer in Verdacht hatte, dass er ihr fremd geht. Und er sagt immer, er hätte Überstunden, er müsste länger arbeiten und sie hat ihm nicht getraut. Und wir haben es einmal selbst beobachtet, dass er tatsächlich auf den Straßenstrich gegangen ist. Und da haben wir gedacht, der Mann braucht eine Abreibung. Wo, hier? Und die haben wir ihm... Das heißt, ja. Sie haben ihn verfolgt und haben gesehen, dass er hier die Leistung einer Dame... Ja, ich habe ihn dann halt reingelockt und... Nee, ich rede jetzt generell. Also Sie haben ihn vorher mal verfolgt. Ja, mit seiner Frau. Haben ihn dann beim Fremdgehen in Anführungszeichen erwischt. Wir haben ihn auf frischer Tat erwischt. Und ich meine, diese Abreibung hat das Schwein verdient. Männer sind doch sowieso alle gleich. Die leben immer nur auf Kosten der Frauen. Weiß schon, warum ich keinen habe. Also ich zum Beispiel nicht. Na ja, gut, bei Ihnen könnte ich es mir vielleicht noch überlegen. Nee, darum geht das jetzt gar nicht. Es geht einfach darum, Sie brauchen nicht so ein generelles Urteil über Männer zu fällen. Ja, ja passt. Sie kennen ja nicht alle, ne? Also, ja, passt. Denke ich mir einfach mal. Und dann geht es halt darum, was Sie gemacht haben. Sie haben den dann hier einfach auf die Straße entlassen, ne? Und ganz nackt, ohne seine Klamotten. Also das ist, seine Schuhe habe ich ihm gelassen. Und das ist mindestens der Straftatbestand der Nötigung. Mindestens. Kaum machen sich die Beamten wieder auf den Weg zum Auto, kontaktiert die vermeintliche Prostituierte ihre Freundin. Die soll nämlich jetzt endlich erfahren, dass ihr Mann tatsächlich in die perfide, eingefädelte Falle getappt ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch die Frau, die mich überfallen hat. Zeigen Sie mal. Kommen Sie mal her. Die hat mich aus dem Wohnwagen gestoßen. Susi, wer ist Susi? Annette, woher kennst du diese Frau? Jetzt ist weg. Sie kennen die Frau, die ihr Mann die Klamotten weggenommen hat? Wer ist das? Ja, jetzt ganz ruhig. Wir gehen jetzt einmal da rein. Ja, ich bin total perplex. Ja, habe ich verstanden. Aber wir müssen uns jetzt hier weder anschreien, noch wenn gleich neue Kundschaft kommt. So, Sie setzen sich da hin. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, was ist jetzt los hier? Susi ist meine Arbeitskollegin. Ich weiß schon seit längerem, dass mein Mann mich mit Prostituierten betrügt. Okay. Und ich wollte ihm einfach einen auswischen. Auswischen heißt, dass er jetzt hier nackt durch Köln rennen muss? Genau, dass meine Kollegin sich als Prostituierte ausgibt und ihn in den Wohnwagen reinlockt, ihm die Kleider dann... Also einfach nur, um Schadenfreude daran zu haben? Oder was hat das für Hintergedanken? Schadenfreude? Ich möchte einfach... er hat mich betrogen mit Prostituierten. Und ich wollte ihm einfach einen Denkzettel dafür verpassen. Aber der ist Ihnen auch gelungen. Das ist für mich keine Liebe für uns. Ich möchte auch die Scheidung haben. Bitte? Ja. Na, ich liebe dich. Ich möchte keine Scheidung haben. Okay. Ja, müssen wir jetzt einen Schnitt machen. Also die eine Sache ist jetzt natürlich, dass jetzt hier Sie, die Dame Susi, wie sie auch immer heißt, da brauche ich gleich einmal die Personalien von Ihnen genauso. Sie haben hier natürlich jetzt... erstens ihren Mann in eine unglückliche Situation gebracht. Die Klamotten sind erstmal weg. Hier steht im Raume, dass Sie Anstiften von Straftaten Ihre Freundin, Ihre Kollegin dazu aufgefordert und angestiftet haben. Umgekehrt eventuell einen Diebstahl oder eine Nötigung oder eine Unterschlagung. Eine Nötigung aber auf jeden Fall, weil Ihr Mann musste hier durch Köln marschieren. Und das ist natürlich kein Späßchen, wenn man da nackig ist, ne? Eine Versöhnung ist bei dem Paar nicht in Sicht. Unterdessen gibt es bei Stefan Sindera und seiner Kollegin Peggy Hermann nach dem kuriosen Einsatz noch ein wenig Redebedarf. Hör mal bitte ehrlich, ne? Wenn du deinen Mann beim Fremdgehen erwischt, was machst du dann? Ja, Trennung. Ja, aber nicht so ein Scheiß, ne? Erstmal zusammenschlagen. Ja. Peggy, der Racheengel. Ja. Ja. Zusammenschlagen wäre vielleicht besser gewesen als diese Demütigung, oder? Ja.